Was geht ab, meine lieben Saiyajins? Noch kurz vor diesem Video, bevor es losgeht, bitte ich euch, guckt es bis zum Ende und versteht einfach, was ich sage. Hört es euch genau an und bitte, bitte schreibt mir in die Kommentare, was eure Meinung dazu ist. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann und viel Spaß mit dem Video. Ciao! Was geht ab, meine lieben Saiyajins, und herzlich willkommen zu diesem Video hier. Ja, und zwar ist das heute ein Informationsvideo, ihr seht es schon im Titel. Warum bringe ich auf einmal wieder Minecraft? Im Hintergrund seht ihr auch einen Minecraft-Folder. Gameplay von mir, spielt mit Fabi und Checo auf dem Folder.me-Server. Server-IP unten in der Beschreibung. Und heute möchte ich mal über diese gesamte Story mit euch reden, ja. Und zwar fängt es alles dabei an, dass mir Minecraft keinen Spaß mehr gemacht hat und ich überhaupt keinen Bock mehr auf Minecraft hatte. Und ich deswegen auch kein Minecraft gespielt habe. Diese Gründe waren allerdings, die ganzen Leute im PvP-Bereich, die haben alle mit, Angel und diesen ganzen Tricks gespielt und es wurde einfach toxic. Also wer das mal verfolgt hat, das ist nur über Beleidigung, ich werde dich DDoSen. Auch wenn man auf dem TS war, da kamen nur solche Leute, die auf Marker machen mussten. Und als ich aus dieser Community rausgegangen bin, beziehungsweise einfach kein Minecraft mehr gemacht habe, war es besser. Es war einfach wirklich besser. Und ja, ich habe halt das gespielt, worauf ich Bock hatte, habe kein Minecraft gemacht, weil es mir keinen Spaß gemacht hat. Ich habe dieses Video gemacht, Schüsse auf die Minecraft-Community und alle Minecrafter sind Hurensöhne und so. Das müsst ihr natürlich ein bisschen nachdenken, hä? Ich meinte natürlich nicht jeden. Ich meinte auch nicht, dass das Hurensöhne sind, sondern das war einfach nur so gesagt. Ich meine einfach nur, dass es keinen Bock mehr macht, Minecraft PvP, Survival Games und so eine Kacke zu spielen, wie man es früher gespielt hat, wo man auch noch gut war. Denn damals war es nur mit Schwert. Mann gegen Mann. Und gut war. Und dann dachte ich mir, hey Digga, verpiss dich aus dieser Community, das ist einfach nicht gut für dich. Du wirst selber nur zum Ausrasten gebracht und das ist es nicht wert. Allerdings muss ich dazu sagen, ich habe ja nie wirklich aufgehört, Minecraft zu spielen. Klar, eine Zeit lang. Aber ich war immer, also wer Fabis Kanal verfolgt hat, ich war immer bei den Pixelmon-Sachen dabei. Er hatte nur Pixelmon. Und bei dieser einen Survival-Games-Montage von ihm war ich auch dabei. Da haben wir uns auch übertrieben abgefuckt über diese ganzen PvP-Spieler. Weil es einfach lästig ist. Also es hat keinen Spaß mehr gemacht, da irgendwie mit zu zocken. Und ja, dann wurde irgendwann, was auch viele nicht wissen, wurde mein Account gehackt. Ich weiß nicht wie, aber er wurde gehackt. Den habe ich dann irgendwann zurückbekommen, aber ich wurde auf diversen Servern wie Playmynity gebannt. Ich glaube, ich wurde auf DustMC gebannt. Also falls ihr da irgendwelche Mods oder so kennt, verweist ihr auf dieses Video. Ich habe meinen Account zurück, also hacke ich auch nicht mehr. Diese ganzen Videos sind ja jetzt Beweise, dass ich nicht hacke. Also wäre es cool, wenn ihr da irgendwie mir helfen könntet, das zu entbannen. Vielleicht will ich auch auf den Servern spielen, man weiß es nicht. Ich kenne die auch nicht. Ich habe da von der Entwicklung gar keine Ahnung mehr. Bin auch nicht mehr in der Minecraft-Szene und ich will auch gar nicht mehr in diese Minecraft-Szene rein. Also, ich bin da raus. Ich spiele Foldern. Und mit den Leuten, wo ich Bock habe, drauf aufzunehmen, mit denen nehme ich auf. Und das war's. So, dann spiele ich noch Minecraft Pixelmon. Wenn da irgendwie was kommt. Wir haben ja auch einen privaten Server, wo ihr allerdings nicht rauf könnt. Das ist nämlich der private Server. Und wie ihr schon wisst, soll DBC ja auch wieder kommen. Wer weiß, ob ich das aufnehme? Weiß man nicht. Also mir würde es Spaß machen, weil es ist für mich kein Minecraft-PvP. Es ist einfach die Zeit, wo dadurch bin ich bekannt geworden. So. Dadurch habe ich Abonnenten generiert, dadurch seid ihr auf meinen Kanal gekommen. Warum soll ich euch das denn nicht bieten? Das ist halt das, was mir Spaß macht, was euch Spaß macht und das ist doch gut so. In einem YouTube-Netzwerk bin ich mittlerweile auch nicht mehr, heißt, ich verdiene 0 Cent. Ich mache das jetzt nicht. Ich mache nicht, weil Minecraft boomt und ich mit LOL und anderen Sachen keine Klicks krieg. Ich krieg kein Geld, also juckt es nicht, wie viele Klicks ich mache. Allerdings will ich auch Foldern streamen. Foldern und LOL und noch andere Sachen. Ich will einfach Sachen machen, die mir Spaß machen. Deswegen guckt auf jeden Fall in die Beschreibung. Stream ist da. Ich werde da noch ein bisschen am Kanaldesign arbeiten vom Stream. An meinem YouTube-Kanaldesign muss ich auch arbeiten. Intro habe ich ein geiles. Und dann denke ich wieder, kann ich wieder starten mit YouTube. Also ich bin jetzt wieder, ich habe Bock. Und da mache ich das. Außerdem habe ich mich ja, also ich möchte mich so ein bisschen jetzt dazu äußern.
warum ich mich von YouTube distanziert habe und warum ich kein YouTube mehr gemacht habe. Das erzähle ich euch jetzt alles. Und zwar war es so, dass ich irgendwie letzten Jahres aufgehört habe, plötzlich mit Minecraft, mit allem, nachdem die DBC-Staffel vorbei war. So war das nämlich. Und folgender Grund, ich war mit der Schule fertig, also ich habe die 10. Klasse gemacht, habe danach aufgehört und habe mich bemüht um ein FSJ. Also für jeden, der es nicht weiß, es ist ein freiwilliges soziales Jahr, wo man für bezahlt wird, zu suchen. Und ich habe tatsächlich eine Stelle gefunden, wo, sage ich jetzt nicht, geht eigentlich auch gar keinem was an, habe ich halt gemacht und ich arbeite. Ich habe momentan Urlaub genommen, aber ich arbeite. Und da bin ich erstmal, da dachte ich mir, okay, ich kenne mich jetzt noch nicht so in diesem Business aus mit Arbeiten und so, ich komme frisch aus der Schule. Ich bin nach der Arbeit fertig, auch wenn mir die Arbeit extrem viel Spaß macht. Ich bin total kaputt nach der Arbeit und ich habe keinen Bock, noch Videos für irgendwelche Leute zu produzieren, die ich nicht kenne, nach der Arbeit, weil ich mich nicht dran gewöhnen kann, in den ersten Wochen einen Rhythmus. Also ich bin wirklich in den ersten Wochen immer nach der Arbeit ins Bett gegangen, ich war tot. Mittlerweile geht's. War allerdings auch eine lange Zeit krank, deswegen hatte ich auch wieder so einen Kack-Schlafrhythmus. Aber was mir wichtig ist, ist einfach, dass ihr wisst, ihr seid mir nicht egal, aber ihr seid auch nicht mein Leben so. Das Ding ist, viele sehen das so, hey, der postet keine Videos mehr, hey, der kümmert sich nicht um seine Abonnenten, hey, der macht das nicht, der macht das nicht, der ist abgehoben, den juckt nicht, der schätzt das nicht, dass er 30.000 Abonnenten knapp hat. Natürlich schätze ich das, das sind richtig viele Menschen, auch wenn davon nicht alle zugucken. Nur das Problem ist, versetzt euch mal in meine Lage, ich habe gar keine Zeit. Ich mache selber kein YouTube, ich sehe mich nicht als besseren Menschen an. Ich sehe mich eben als einen Menschen wie ihr an. Deswegen nehme ich mir Auszeiten, deswegen mache ich das, worauf ich Bock habe, weil ihr werdet ja auch nicht dazu gezwungen, dass ihr Minecraft spielen wollt, ihr sollt oder irgendein anderes Game. Macht einfach wirklich in eurem Leben das, worauf ihr Bock habt. Außer wenn es um Schule und Ausbildung und Arbeit und sowas geht, dann müsst ihr halt auf den Chef hören, auf eure Vorgesetzten, auf die Lehrer. Ist halt klar. Aber so freizeitmäßig. Wenn ihr Fußball spielen wollt, geht Fußball spielen, Alter. Niemand hindert euch daran. Das ist einfach. Solche Sachen sind wichtig im Leben. Du musst deinen Willen durchsetzen. Du darfst dich nicht einschränken lassen von irgendwem. Und du darfst dich auch nicht selber einschränken, so. Und das habe ich nicht gemacht. Deswegen habe ich. Keine Ahnung, was ich gemerkt habe, ich habe durch dieses YouTube und Ding, habe ich total soziale Kontakte verloren. Also ich habe wirklich zwar mit Fabi und all immer gechillt, aber auf dem TS, das ist was anderes, als wenn du rausgehst mit Freunden. Und ich habe wieder was mit Freunden gemacht, Alter. Das war heftig. Ich habe neue Leute kennengelernt, ich habe was draußen gemacht. Das ist halt schöner, als dann halt den ganzen Tag vorm PC zu sitzen. Und ja, Minecraft finde ich aber jetzt wieder wegen Fordern geil, wegen Pixelmon finde ich es immer noch geil. Und wegen DBC. Das sind drei Sachen, die mich dran halten. Und diese drei Sachen, warum soll ich die nicht machen, wenn die mir gefallen so? Ist halt eine coole Opportunity. Und jetzt gerade, wo Fordern wieder eröffnet ist, habe ich extra. Ich bin gehypt, Alter. Fordern ist mein Modus, Alter. Ich liebe Fordern. Deswegen seht ihr auch gerade ein Gameplay von mir mit drin. Ich hätte jetzt auch nur meine Fresse einblenden können, aber ich denke mir, hey Digga, wenn du Fordern jetzt öfters bringen willst, dann kannst du ja mit diesen Leuten diese Erfahrung teilen, kannst du mal fordern bringen, kannst du mal machen und ja, genau. Dann habe ich noch zwei Sachen anzukündigen und zwar gibt es einen TS, wo Fabi, ich, den wir leiten, den wir haben. Ich weiß noch nicht, es ist jetzt, ich habe das noch mit keinem abgesprochen, aber ich würde den halt gern öffentlich machen, so dass da Leute raufgehen können, dass man sich auch mal trifft, irgendwie zusammenzockt oder sowas. Oder auch Livestream-Aktionen macht oder so. Und die zweite Sache, ich würde gerne einen Skype-Account nur für euch Abonnenten machen, sodass ich euch immer auf dem neuesten Stand halte, wegen Streams, wegen dem, was ich machen will, eure Meinung, Umfragen, sowas, was ich alles nicht, weil ich kenne euch nicht persönlich, ich habe eure Skype-Kontakte nicht, ich kenne euch nicht persönlich. Viele habe ich persönlich kennengelernt, ja, das finde ich auch geil. Viele machen mir auch so Fanarts und so, ich habe mir Intros angeguckt, Alter, richtig geil, an alle, die mir Intros gemacht haben bis jetzt. Ich liebe euch, ich bin so dankbar für diese ganzen Sachen, ne? Das ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass man das für jemanden macht, aber ihr habt es gemacht und ich habe euch nicht dazu aufgefordert, das ist einfach, wer wünscht sich so ein, ich liebe meine Community dafür und was ich jetzt wieder so, mein Ziel ist halt wieder, meine Community aufzubauen, wieder ein paar Leute zu generieren,
gucken, wie sich das entwickelt und einfach Spaß zu haben. Und ganz ehrlich, ich will euch gerne auf diese Reise mit einladen. Und wenn ihr Bock drauf habt, dann könnt ihr, falls ihr noch nicht abonniert habt, abonnieren. Und falls ihr abonniert habt, schon, dann bleibt dran. Feuerwehrwagen klingelt. Dann lasst auf jeden Fall mal ein Like da. Die Runde haben wir gewonnen. Bis zum nächsten Mal, meine lieben Saiyajins. Und das war's mit den Infos. Ciao.